Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man Herrn Jurk hört, dann könnte man ja fast glauben, dass die CDU-Landesgruppe Nordrhein-Westfalen über Gesetzesentwürfe aus dem Hause Gabriel entscheiden kann, den noch dazu der Herr Krischer mal in der U-Bahn gefunden hat. Ich glaube, so einfach ist es nicht. Letztlich kommen die Gesetzentwürfe schon auch aus dem Hause Gabriel. Wir beraten heute einmal mehr über den Antrag der Fraktion Die Linke über bundeseinheitliche Netzentgelte für Strom. Wir hatten im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir das System der Netzentgelte überprüfen werden, insbesondere ob es den Anforderungen der Energiewende noch gerecht wird, und zwar vor allem im Hinblick auf eine faire Lastenverteilung bei der Finanzierung der Netzinfrastruktur. Es gibt in Deutschland 4 große Übertragungsnetzbetreiber. Dies hat historische und keine sachspezifischen Gründe. Jeder Betreiber hat eine eigene Regelzone und damit auch ein eigenes Netzentgelt. Die meisten Kosten verbleiben im jeweiligen Netzgebiet, also auch die Kosten für Regelenergie, für die Redispatch-Maßnahmen, die Kosten für das Einspeisemanagement und eben auch die Kosten für den Ausbau der Übertragungsnetze. Die Übertragungsnetzentgelte werden damit immer mehr durch Umstände bestimmt, die der einzelne Übertragungsnetzbetreiber nicht beeinflussen kann. Der Ausbau der Höchstspannungsnetze ist bekanntermaßen für den Transport der Windenergie von Nord nach Süd zuständig und eben auch des Photovoltaikstroms von Süd nach Nord. Die Kostenaufteilung nach Netzgebieten führt dazu, dass die Übertragungsnetzentgelte unterschiedlich stark ansteigen, je nach dem jeweiligen Netzgebiet. Bereits heute gibt es erhebliche regionale Unterschiede. Und wenn man das Kalenderjahr 2017 anschaut, dann ist allein in diesem Jahr die Übertragungsnetzgebühr der TenneT um ca. 80% gestiegen im Vergleich dazu bei Amprium lediglich um 10%. Nun ist es ja klar, dass der Netzausbau, und da sind wir uns, glaube ich, einig, für die Energiewende absolut notwendig ist. Und die Energiewende wiederum, so heißt es auf jeden Fall immer, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Auch deshalb sollten die Kosten des Netzausbaus, die der Energiewende geschuldet sind, von der Gesamtheit getragen werden. Ich vergleiche das gerne mit dem System der Bundesautobahnen. Es würde ja auch niemand darauf kommen, dass man die Autobahn, die beispielsweise durch die Oberpfalz oder durch das schöne Mecklenburg-Vorpommern führt, dann auch der jeweiligen Region in Gebühr stellen würde, die damit durchschnitten wird. Auch die Bundesnetzagentur sieht eine Vereinheitlichung der Übertragungsnetzentgelte als Chance für eine Angleichung des Netzentgeltniveaus und hält diese aufgrund der gemeinschaftlichen Aufgabe der Übertragungsnetzbetreiber auch für gerechtfertigt. Natürlich brauchen wir Übergangsfristen und natürlich müssen wir unterschiedliche Investitionen aus der Vergangenheit dabei auch berücksichtigen. Aber wenn wir nichts machen, und da dürfen wir uns nichts vormachen, dann wird der Abstand bei den Netzkosten zwischen den Netzzonen ja immer weiter noch größer werden. Es geht hier nicht um einen Markt zwischen den Übertragungsnetzbetreibern, den gibt es nämlich nicht. Allein aus Definitionsgründen gibt es den nicht. Es geht darum, einheitliche Marktvoraussetzungen für den Mittelstand und Unternehmen zu schaffen, die sich tatsächlich am Markt bewegen und im Wettbewerb zueinander stehen. Da sind wir als Regelsetzer auch dem Wettbewerb schuldig. Anders ist es, und es wurde ja schon angesprochen, im Bereich der Verteilnetze, also dem Netzbereich der Niederspannung. Ich will hier auch noch einmal den Vergleich zu den Straßen ziehen, und der Kollege Krischer hat es ja auch angesprochen, dass es natürlich im Bereich der Gemeinde- und Kreisstraßen beispielsweise ebenso widersinnig wäre, wenn ich da die Verantwortung der Kommunen entziehen würde und diese eben dann auf die höhere Ebene ziehe. Und so ist es eben auch bei den Verteilnetzen. Unter anderem müsste sonst ein Ausgleich unter den rund 900 Verteilnetzbetreibern organisiert werden. Es würde ein massiver bürokratischer Aufwand. Zwischenfrage. Ja, danke. Sie gestatten die Zwischenfrage, entnehme ich daraus. Bitte schön, Herr Kollege Friesen. Danke, Herr Lenz, dass Sie mir die Zwischenfrage Schönen Dank, Herr Lenz, dass Sie mir die Zwischenfrage gestatten. Ich habe mit Interesse zugehört und einen Vorschlag erkennen können,
der eine andere Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben, denke ich, ist dann haushalterisch wahrscheinlich zu regeln. Spannend für uns ist ja, weil wir dieses Jahr ansatzweise bei uns diskutieren, ist das Diskussionsstand innerhalb der CDU-CSU-Fraktion. Und kommen Sie mit einer geschlossenen Meinung oder ist das persönliche Meinung, die Sie hier gerade vortragen? Bitte, Sie müssen schon stehen bleiben. Es freut mich zunächst natürlich immer, wenn mir zugehört wird. Die andere Frage ist natürlich die, ob das, was ich sage, auch verstanden wird. Ich habe gesagt, dass die Energiewende eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist und deswegen auch letztlich die Kosten der Energiewende, und hier spreche ich natürlich über die Kosten der Übertragungsnetze, nicht auf einer Region lasten bleiben dürfen. Jetzt gibt es unterschiedliche Vorschläge, wie man eben hier zu einer Wälzung, zu einer Verteilung kommen, zu einer Angleichung kommen würde. Meine Intention ist nicht, dass man das haushalterisch löst, sondern doch eben im System der Übertragungsnetzentgelte bleibt, aber zu einer Angleichung eben auch bundesweit kommt. Und da muss man natürlich wieder schauen, dass man die Investitionen, die bei den einzelnen Übertragungsnetzbetreibern in der Vergangenheit geleistet wurden, auch in so einem Mechanismus mit berücksichtigt. Genau. Wie gesagt, anders ist die Sache bei den Verteilnetzen und deswegen brauchen wir hier auch andere Lösungen. Das wurde auch von der Bundesnetzagentur so in einer Stellungnahme bereits verkündet, dass die Bundesnetzagentur bei den Verteilnetzen nichts von einheitlichen Netzentgelten hält. Ich will noch kurz auf die Frage der vermiedenen Netzentgelte zu sprechen kommen. Da ist es ja so, dass die Annahme der Zubau von dezentralen erneuerbaren Energienanlagen würde den Bedarf an Netzausbau verringern, sich so nicht bestätigt hat. Die dezentrale Erzeugung vermeidet in zunehmend geringerem Maße Infrastrukturkosten. Im Gegenteil, teilweise bedingt er sogar einen zusätzlichen Netzausbau. Ich bin der Meinung, hier muss man natürlich trennen zwischen den stark volatilen Erneuerbaren wie Wind und Photovoltaik und den tatsächlich netzdienlichen Erneuerbaren, aber auch anderen Energiequellen, die dazu führen können, dass sie den Netzausbau dementsprechend auch entlasten. Die Linke will alle Netzentgelte bundesweit vereinheitlichen. Und wenn Sie so tun, als ob für den Osten der Republik nichts getan werden würde, dann ist das der eigentliche Treppenwitz, der hier verkündet wurde. Man muss bei der Frage der Netzentgelte sicherlich genauer hinschauen und unterteilen zwischen Verteilnetzen und Übertragungsnetzen. Wir werden uns mit der Frage der Netzentgelte weiter intensiv befassen und eine Lösung finden. Entscheidend ist, einen Rahmen zu schaffen, der den notwendigen Netzausbau voranbringt und die Kosten der Energiewende gerechter verteilt. Der Thematik nehmen wir uns an. Ihren Antrag lehnen wir ab. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Damit